Willkommen zurück zu Banjo-Tooie! Eine Kleinigkeit wollte ich noch erwähnt haben. Bevor ich den Part beginne, werden die noch ein bisschen auf sich einkloppen. Und sich würgen. Es gibt auch eine Xbox 360 Version. Yay! Mich haben schon Leute gefragt, kann man sich Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie eigentlich downloaden für Virtual Console? Nein, geht natürlich nicht, da Rare verkauft wurde an Microsoft. Daher kann man sie sich unter Microsofts Online-Shop aber downloaden. Das habe ich getan. Xbox Live Arcade. Wie heißt es? Xbox? Ja, doch, richtig. Xbox Live Arcade kann man sich Banjo-Kazooie und Tooie downloaden. Und die haben sich echt, das muss ich beglückwünschen, mehr Mühe gegeben als bei jedem Virtual Console-Spiel, weil die ja nur 1:1 übersetzt werden vom jeweiligen Spiel. Banjo-Kazooie und Tooie für Xbox 360 sind grafisch verbessert worden. Vielleicht nicht die eckigen Texturen und so, aber man kann weiter sehen. Die Schriftart wurde verändert, die man hier in- und auswendig kennt. Ich finde es angenehm, eine neue Schriftart zu sehen. Und man kann natürlich auch die Stop-and-Swap-Gegenstände einsammeln. Das finde ich genial. Mich hat es sehr gefreut, die Xbox 360-Version zu zocken. Auch mit dem Xbox 360-Controller denkt man auf den ersten Blick vielleicht, oh Gott, das ist eine Umgewöhnung. Nein, es ging alles von Hand. Also, als hätte ich nie was anderes gemacht. Kann ich euch empfehlen. Ich wollte eigentlich das auf Xbox 360 Let's Playen. Aber da gibt es so eine 60-Hertz-Regelung, die verhindert, dass ich es Let's Playen kann. Dass der Crabber es quasi akzeptiert. Höchste Zeit, dass wir unseren Weg fortsetzen. Jetzt sind wir in einer mystischen Mulde, heißt es so? Ja, richtig. Und dies ist mein Tempel. Wenn er mich sehen möchte, muss er zuerst meinen Torwächter passieren. Ich finde halt nur, er spricht ziemlich schwul, deswegen versuche ich auch schwul zu sprechen. Okay, da haben wir die erste Welt. Ihr seht es hier rechts, aber die ist noch zu. Natürlich. Und das zweite Mal, dass wir so eine Luke öffnen, sehr gut. Wir aktivieren sie, wenn wir ihnen näher kommen. Aber erstmal folgen wir weiterhin den Spuren des Krabbohrers. Den sollen wir eigentlich folgen. Und treffen dabei immerhin auf einen Ginger und ihr seht, der Weg ist zu. So ein Mist aber auch. Wir müssen einen anderen Weg finden, um den Bohrer zu entdecken. Der erste Ginger. Juhu, du hast mich gerettet. Ab nach Hause. Und die wohnen natürlich alle im Jinjo-Dorf. Es war ein blauer. Übrigens, welche Farben wo auftauchen, ändert sich auch von Spielstand zu Spielstand. Es ist so. Man kann also nicht sagen, den weißen Jinjo findest du da und da, sondern außer blauen Jinjos. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich lebe in diesem Haus. Mit dem Rest meiner gleichfarbigen Familie. Rette uns alle und du erhältst das Familienerbstück. Das ist natürlich immer ein Puzzle, wenn wir alle Farben zusammen haben. Ich meine, das bedeutet auch, dass ein weißer Jinjo bereits ein Puzzleteil bedeutet. Weil es gibt nur einen. War schon mal gesagt. Bevor wir in den Tempel gehen, hier gibt es etwas richtig Verstecktes fast schon. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte euch was anderes zeigen, aber schön, dass ich das gefunden habe. Das sieht aus wie ein Zugang zur zweiten Welt. Hä? Moment mal. Dann gehen wir halt mal hin. Gucken mal. Wir werden eh in eine Sackgasse landen, aber jetzt will ich erstmal gucken, was es da wirklich gibt. Ich weiß es nicht mehr. Zu lang her. Ach nee, wir sind jetzt wieder im Jinjo-Dorf und zwar hier oben. Da können wir uns, glaube ich, nicht einfach hochhangeln. Okay. Ein bisschen dumm. Unnütz, dieser Weg. Warum ist er dann so gut versteckt? Und das ist, was ich meine. Jede Welt haben irgendwie, die haben so, man kann zwischen den Welten reisen auch. Und das wird erforderlich sein. Ich finde das nicht so gut. Der größte Kritikpunkt an Banjo-Tooie, dass man so zwischen den Welten rummachen muss. Oh mein Gott, ein riesiges Ei. Was ist hier los? Helga, die Henne. Finde das Spezialei. Ich habe noch kein Spezialei. Fürchte nein. Helga hat eins. Aber es kann nicht erreichen. Also du musst brüten. Damit sind die Fragezeichen-Eier gemeint. Es wurden am Ende von Banjo-Kazooie ja 2, 3 Fragezeichen-Eier gezeigt, die man hier auch ausbrüten kann. Man kann sich nicht wie geplant rüberschicken von Banjo-Kazooie auf Banjo-Tooie. Aber man hat sie so einprogrammiert, dass man hier im Spiel von Banjo-Tooie 3 Spielkassetten finden kann. Von Banjo-Kazooie.
Wenn man die zerstört, bekommt man die beiden Eier und den Eisschlüssel. Auf der Xbox 360 kann man sich natürlich alle 6 Eier, in Banjo-Kazooie gibt es 6 Eier, suchen und finden. Und dann hier ausbrüten lassen. Aber auf dem N64 sind es nur die gezeigten, am Ende gezeigten. Und das hier, ja, müssen wir selbst ausbrüten, weil die fette Sau da nicht hochkommt. Und hier ist auch noch etwas, da brauchen wir auch noch einen anderen Move. Das sind Trennplatten! Ne, sind sie nicht. Die Trennplatten sind unter der Eierschale, du Fisch. Auch ein Move, den wir noch sehen werden. Wie die aussieht, hey. Hat ein Ei quer verschluckt, hey. Die Helga, die wird später noch von Bedeutung sein. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Okay. Übrigens, ich habe in Banjo-Kazooie alle Fragezeichen-Eier und den Eisschlüssel eingesammelt. Ausrufezeichen. Das geht normalerweise nicht. Es gibt einen sehr komplizierten Cheat. Bevor ich hier zu dem gehe, erkläre ich das fertig. Und danach lasse ich euch in Ruhe mit meinen blöden Erklärungen. Es gibt einen sehr komplizierten Cheat, mit dem man das aktivieren kann, alle Eier einzusammeln, alle 6 und den Eisschlüssel. Man kann sie wirklich einsammeln. In jedem Banjo-Kazooie-Modul. Allerdings nur einmal. Wenn man einen neuen Spielstand öffnet... Die verkloppen sich da. Wenn man einen neuen Spielstand öffnet, sind die Dinger schon eingesammelt. Deswegen waren sie in meinem Let's Play auch schon eingesammelt. Aber ihr habt gesehen, dass ich an alle Orte ran konnte. Vielleicht wollt ihr mein Banjo-Kazooie-Let's Play nochmal angucken, damit ihr das ein bisschen herausfindet, dass ihr das ein bisschen seht und dass ich auch keinen Scheiß erzähle, dass ich da hingehe, wo der Eisschlüssel war, auf das Podest oder in den Weinkeller von Mad Monster Mansion, weil da halt wirklich noch einen Zugang gibt in einen der Fässer, was verschlossen ist, was auch nie zu öffnen geht. Yay! Ohne Scheiß, man kann die erreichen. Ich habe sogar in meinem letzten Part von Banjo-Kazooie die Cheats alle hingeschrieben, wie man die erreichen kann, okay? Aber man kann sie halt nicht rüberschicken. Ich bin ein bescheidener Puzzle-Jünger. Ich wache an der Pforte seines Tempels, um solche abzuweisen, die seiner nicht würdig sind. Scheint dir ja Spaß zu machen. Glaubst du, wir sind würdig? Das kommt darauf an. Um dich als würdig zu erweisen, musst du Bilder nach Pucellos Ebenbild sammeln. Und wie genau sehen die dann aus? Puzzleteile, auch bekannt als Pucellos. Das kommt mir bekannt vor. Wie viele hast du denn? Wie es scheint, hast du genug Pucellos eingesammelt, um eintreten zu dürfen. Nicht vergessen, keine Kameras, nur Speisen von McPuzzle sind im Tempel erlaubt. Stockschwul geht's nicht, ne? Stockschwuler geht's nicht mehr, aber guck mal, die Hände, menschlich. Ein bisschen crazy bist du schon, ne? Du musst genügend Puzzles einsammeln, um würdig zu sein, in den Tempel einzutreten. Nämlich genau eins. Wie es scheint, hast du genug Puzzles, hast du eben schon gesagt. Gehen wir zum Meister. Dem Gaylord. Ne, Spaß. Dun-dun-dun-dun, Pucellos Tempel! Sei gegrüßt, du Auserwählter. Er hat den Tempel des heiligen Pucello betreten. Trete er vor den goldenen Monolithen, will er prüfen, ob er wert ist, einzutreten. Okay, wir müssen die Puzzle lösen. Die gab's doch schon in Banjo-Kazooie. Waren aber optional. Ich habe sie, glaube ich, nicht in meinem Let's Play gespielt. Nein, habe ich nicht. Damit hätte man damals noch weitere Cheats erreichen können. Haben aber laut Rare zu wenig Leute gespielt. Deswegen wird es hier eingebaut. Er muss das Bild vor ihm vervollständigen, wenn er dort hinreisen möchte. Benutze er den 3D-Joystick als seine Hand. Drücke er A, um ein Stück aufzunehmen. Drücke er A, um ein aufgenommenes Stück einzusetzen. Oder B, um es an den Rand zurückzulegen. Hat er nur begrenzt Zeit. Möge Pucello seine Hand führen. Ja, das ist nicht schwer. Daran kann man ja sehen, in welche Welt man kommt, was uns dort erwartet. Die erste Welt, wir sehen einen dicken Fettsack, der in seinem Geld kramt. Okay, das erste Rätsel ist echt easy peasy. Später müssen wir die Puzzleteile drehen, da wird es noch ein bisschen mehr tricky. Aber auch kein Problem. Aber das hier ist ja wohl lachhaft.
Er hat Pucellos Aufgabe 1 gelöst. Nun wird er ihm den Weg weisen. Ich glaube, ich gebe dem Kerl doch eine andere Stimme, es wird mir zu blöd. Dann ist er halt nicht schwul. Nur der an der Pforte, der ist schwul. Das hört sich trotzdem so aus. Okay, das macht er bei jeder Welt, die wir dann betreten. Er muss die vorher aktivieren, dann müssen wir genug Puzzleteile haben. Sehe die Macht des gewaltigen Pucello. Und damit öffnet er mit seiner Power immer eine Welt. Auf verschiedenste Art und Weise. Das wird noch interessant und schön zu sehen, wie er alles da öffnet. Aber nicht weit von hier an der mystischen Mulde. Bam! Die Tür zersprengt nicht. Die Tür so... Oh, das war ja der Strahl. Moment, ich gehe mal kurz auf. Okay, gut. Okay, für Aufgabe 2 habe ich nicht genug Puzzleteile. Ist mir klar, ich habe nur 1. Aber ich glaube, wir können dann später mehrere Puzzles lösen auf einmal, wenn wir genug Puzzleteile haben, weil wir alle sammeln, die ich kriegen kann. Und die weiteren Welten schon öffnen, aber wir werden natürlich jede Welt nacheinander lösen. Okay, dann würde ich sagen, ab in die erste Welt. Sensationell. Und hier gibt es diese Warp-Kreisel. Das ist ein Warpfeld. Finde ein weiteres in dieser Welt und du kannst zwischen ihnen reisen. Das wird sehr nützlich sein, denn die Welten hier sind groß. Größer als im Banjo-Kazooie. Größer als im Mario 64 und Donkey Kong 64, da müssen wir nochmal drüber reden. Aber in jedem Fall sind sie groß. Da ist eine Tür, die kann ich mit dem Giganten auftreten. Diesen Fels kann ich auch mit dem Giganten wegtreten. Ihr werdet noch sehen, was das zu bedeuten hat. Du hast ein paar Noten gefunden, Junge! Suche jetzt nach mir! Das ist ein Mumbo-Blatter. Mumbo darauf stehen und großen Zauber machen. Da links war das Steinball-Turnier übrigens, das müssen wir auch noch beschreiten. Na du. Diese ekligen Gegner, ich mag die nicht. Da ist jetzt unser neuer Mentor. Yamyas. Hey, bring deine lahmen Knochen her und drücke B. B gedrückt. Zu weit, zu nah oder was? Okay, scheinbar. Ausbilder Yamyas melde sich zum Dienst! Schau dir mal den Typen an, Banjo. Sieht aus wie Bottles in Uniform. Natürlich sehe ich Bottles ähnlich, du Schrolsch. Er ist mein Bruder. Wie geht's überhaupt diese Trantüte? Nicht allzu gut. Kürzlich dahingeschieden unter der Hand der Hexe, Grundtilda. Tut mir leid, das zu hören, Flughul. Ist er zum Kampf angetreten? Eher zum Kartenspielen. Typisch! Dann willst du bestimmt einige meiner Spezialmoves lernen, um es der Hexe einzuzahlen, was? Eigentlich nicht. Bottles hat uns im letzten Spiel schon so viel beigebracht. Der kannte doch nur Anfänger-Moves. Ohne meine hochentwickelten Techniken kommst du nicht weit. Also gut, Yamyas, dann bring uns doch gleich mal welche bei. Nicht so ungeduldig, du Schlaumeier! Ihr traurigen Gestalten müsst euch erst bewähren. Findet ein paar Noten. Kommt wieder, wenn ihr genug gefunden habt. Hey, einen Moment noch. Ich sehe, hast du genug Noten für meine erste Lektion. Höre und staune, du Tüppel! Ein Sucher, der wäre jetzt ganz fein. Dann treffen die Eier auch fast von allein. Drücke C oben, dann hast du den passenden Blick. Da drücke Z und schieß mit Geschick. Das ist dann alles. Wegtreten! Nein, ich war nicht bei der Bundeswehr. Auch wenn es sich so anhört. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Part und ciao.